Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch, ich sag mal, zur ersten Jubiläumsfolge unserer neuen Arno-Reihe willkommen. Folge 10 startet heute. In der letzten Folge konnten wir bereits erste, naja, mittelgroße Schritte in Crown Falls vollziehen. Und damit soll es heute dann direkt auch weitergehen. Ich will nämlich gar nicht so viel Zeit verlieren. Wie ihr wisst, haben wir einiges zu tun. Nicht so viel Zeit. Und das Wichtigste, unsere Kontrahenten machen sich auch schon im Kap breit. Das heißt, ich bin gerade auf der panischen Suche nach der ein oder anderen vernünftigen großen Insel noch. Die scheint hier nicht so groß zu sein. Aber vielleicht erwischen wir hier ja noch eine größere. Und dann bauen wir uns hier auch schon weiter auf. Im ganz großen Stil. Oder im semi-großen Stil, besser gesagt. Und gucken mal, dass wir das hier alles noch hinkriegen. So, was haben wir denn hier jetzt noch für eine Insel? Keine. Tatsächlich alle großen Inseln schon entdeckt, oder was? Alles bereit. Okay, dann bin ich ja tatsächlich sogar gar nicht abgeneigt, mir die Insel hier noch unter den Nagel zu reißen. Hier hinten dürfte auch keine große mehr schlummern. Nee. Hier ist auch nur so eine kleine Erhebung. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, sehr gut. Die können wir erstmal hier lassen. Und der kann direkt Richtung Crown Falls weiterfahren. So, hier passt auch alles soweit. Hier müssten wir mittlerweile auch mehr als genug Ziegel für die Hacienda haben. Wunderbar. Mal gucken, ob wir das Thema heute schon angehen werden oder ob das dann erst eins für die nächste oder übernächste Folge wird. Weil aktuell tatsächlich hauptsächlich der Ausbau von Crown Falls hier auf dem Plan steht. Für eine Feuerwache brauche, für eine Polizeiwache brauche ich nur das. Okay, das heißt, wir können mal ganz kurz, auch wenn das die Zufriedenheit ein bisschen dämpft. Hier haben wir anscheinend die Krankheit überstanden. Ah, doch nicht. Sie ist rübergewandert auf die andere Seite. Wie sieht es denn schifftechnisch aus? Können wir direkt das nächste Linienschiff rausjagen? Sehr schön. Das heißt, die Insel bleibt halt wie angekündigt unsere Kanoneninsel jetzt erstmal. Wahrscheinlich werden wir hier dann auch noch das zweite Eisen anzapfen und hier einfach richtig stark anfangen, einfach nur Kanonen zu produzieren. Wir brauchen tatsächlich wesentlich mehr Schiffe. Ein paar Schiffe haben wir jetzt hier auch schon. So, gucken wir mal kurz. Weiter geht's im Text. So, jetzt ist natürlich die Frage, bauen wir hier auf der Insel erstmal Schnaps auf oder packen wir es direkt woanders hin? So, die kommen definitiv hier hin, die Speicherstadt, die brauchen wir auf absehbare Zukunft. Da führt kein Weg dran vorbei. Brauchen wir aber Fenster für. Also wir haben tatsächlich noch ein paar Hausaufgaben zu machen, bevor es dann hier irgendwann mal weitergeht. So, die Insel schnappen wir uns jetzt noch. Bereit für den Einsatz. Wie viel Holz kriegen wir eigentlich pro Minute? 30 Tonnen, okay. Alles bereit. So, die Ziegel können wir direkt nochmal mitnehmen zu unserer Hauptinsel. Steuermann. So, was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir Kartoffeln und hier haben wir Kartoffeln. Also rein theoretisch könnten wir tatsächlich hier Kartoffeln hinmachen. Die Insel würde ich mir schon fast einfach aus Prinzip holen, weil sie auf meinen Handelsrouten liegt. Auf Ihren Befehl. War hier nicht auch noch was versteckt? Ja, doch, hier auch. Mal gucken, also ich neige gerade tatsächlich dazu, hier auch noch ein Kontor drauf zu setzen. Einfach um zu verhindern, dass sich die NPCs die Insel hier holen, weil hier relativ viel Schiffsverkehr lang gehen dürfte. Ist attraktiver geworden. Aber schauen wir mal. So, gehen wir mal hier in die Richtung. Jetzt können wir gleich als nächsten Schritt, glaube ich, hier nochmal ein paar Fischerhütten ausbauen.
und noch ein paar Kleidungshersteller. Und dann gehen wir mal weiter hoch und besorgen uns ein paar mehr Arbeiter. So, hier können wir ein Lagerhaus noch hinsetzen. Und dann brauchen wir natürlich relativ viel Stahl. Na, das passt nicht. Schade. Na, wenigstens zwei. Okay. Das ist auf jeden Fall mehr als genug. Viel mehr, als wir wahrscheinlich jemals brauchen werden. So, ein bisschen vorplanen. Sodass wir tatsächlich dann nachher auch direkt anfangen können mit den notwendigen Produktionen. Und natürlich brauchen wir auch hier Kanonen. So, das sieht doch ganz gut aus. Besorgen wir uns noch ein paar mehr Einwohner. Und dann kümmern wir uns darum. So, wie sieht es mit der Versorgung aus? Fisch drüber, Kleidung nur eins drüber. Dann machen wir direkt noch eins. Ich will tatsächlich dieses Mal versuchen, mal direkt bei den ganzen Bedürfnissen so einen Lagerbestand aufzubauen. So, Lagerbestand 350 Tonnen, damit kommen wir auf jeden Fall weit. Erwarten neue Horizonte. Ja. Jetzt warten wir, bis unser Stahl hier eintrifft und dann holen wir uns auf jeden Fall die zwei kleinen Inseln hier noch. Ich will, dass die obere Ecke hier zu ist und die würde ich mir dann auch tatsächlich gerne noch holen. Ah, die kann man sich gar nicht holen. Hat sich erledigt. So, dass wir hier in Crown Falls halbwegs sicher aufgestellt sind. Ach, du Kacke. Okay. Wir kriegen gar nicht mal so viel. Kostet alles so viel Einfluss, aber wir kriegen ja gleich Einfluss wie sonst was. Wenn wir erstmal anfangen, unsere Stadt hier aufzubauen und dann auch bei den Investoren ankommen. So, jetzt können wir natürlich hier in die Richtung auch noch ein bisschen gehen mit unserer Stadt. So. So, das passt auch. Sehr schön. Hier können wir auch schon mal ein bisschen vorplanen. Mittlerweile kriegen wir ja auch ein bisschen Geld zusammen. So, Handwerker, da haben wir's. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, hier müssen wir erstmal massig Vorbereitungen treffen. So, das dürfte passen. Wo ist mein Schiff denn gelandet? Welches war's? Achtung, das, Admiral anwesend. Das können wir... Ah, nee, den lassen wir auch hier. Wir schicken das nächste Linienschiff rüber Richtung Crown Falls. Ah, wir haben sogar... Ah, jetzt fehlt... Ah, jetzt haben wir natürlich keinen Stahl. Ich habe gedacht, das habe ich nicht gesehen, dass der Stahl braucht.
Dann bauen wir hier halt einfach erstmal nur Linienschiffe am laufenden Band. Und schon wieder 7 Kanonen. Müssen wir mal gucken, wie viel wir drüber sind. Vielleicht lohnt sich dann sogar noch eine zweite Schiffswerft. So, hier ist unsere wunderschöne Insel. Hier können wir tatsächlich jetzt unsere Hacienda schon mal aufbauen. So, wunderschön. So, schon mal vorplanen. Wo ist die Hacienda Farm? Da ist sie doch. Ach. Nee, das muss ich anders machen. Dann spare ich mir ein bisschen Arbeit. Oh, die ist aber ganz schön teuer. 3,3. Wie teuer ist denn? Die kostet ja. Wie teuer ist das Ding? Okay, jetzt habe ich den Nachteil der Hacienda Farm gefunden. Kostet ein Eimer voll Geld, das Dreifache von dem, was die normale Farm hier kosten würde. Na, so weit kommen wir da noch gar nicht. Müssen wir tatsächlich noch ein bisschen Geld sparen, aber wir haben ja auch noch keine Handwerker im Cup. Also tatsächlich alles halb so wild Bereit für aktuell. den Einsatz. So, 145 Ziegel, damit kann man doch arbeiten. Holz meine ich. Sie haben ein neues Zwischenziel So, erreicht. wunderschön. So, wie viele Bauern brauchen wir denn für eine Kartoffelfarm? 20. Okay, also doch schon ein paar. Mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Das heißt, wir werden tatsächlich hier eine Ortschaft hinsetzen. Und zwar erstmal hier. So, das müsste auf jeden Fall erstmal reichen. Und dann werden wir hier die Kartoffeln anpflanzen und rüberfahren. Ich will jetzt versuchen, vielleicht auch, wenn wir vielleicht aktuell ein bisschen in die Enge getrieben werden, nicht alles auf Crown Falls aufzubauen. Sondern direkt ein bisschen was outzusourcen. So, weiter geht's hier. Was fehlt hier? Wahrscheinlich Auf jedem Dorfzentrum, Feld ne? wächst auch Ja. ein bisschen Unkraut. Hier ist natürlich die Frage, wie wir das jetzt am besten machen. Das ist schon echt ärgerlich, dass das Ding so teuer ist. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. 3.300 ist halt echt eine Hausnummer im Vergleich zu 1.100. Vielleicht lassen wir das dann tatsächlich. Ich mache hier erst normale Farmen hin und wenn uns sich unser Geld beruhigt hat, dann fange ich an, die Haciendas aufzubauen. Da muss ich tatsächlich nochmal in mich gehen. So. Wie sieht es hier aus mit den Linienschiffen? Gleich ist wieder eins fertig, wunderbar. Und das nächste geht in Bau und wir haben schon direkt wieder genug Kanonen für ein weiteres Linienschiff. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, Schiff vom Stapel gelaufen. noch eine weitere hier hinzusetzen. In die Takelage. Der kann erstmal hier bleiben. Beziehungsweise nein. Der fährt in die neue Welt. Und mein Linienschiff aus der neuen Welt fährt ins Kap. Wir müssen aktuell noch diesen Zwischenschritt machen. Einfach aus dem Grund, dass hier unten diese Flotte steht. Und das wäre die Linie, die meine Schiffe nehmen würden, wenn ich sie direkt hier oben runterschicke. Und das geht einfach nicht.
Also auf den Quatsch kann ich mich nicht einlassen. Nichtsdestotrotz wird das wahrscheinlich die erste Hauptinsel dann sein, die wir vernichten werden, unsere Gegner. Müssen wir mal gucken. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier weiter ums Kap. Bauen hier schön fleißig auf. Nehmen direkt mal das auch noch in Betrieb. Müssen wir wahrscheinlich gleich auch schon wieder vergrößern, wenn ich mich richtig erinnere. 4, ja, knapp drüber. Jetzt kommen schon die ersten Bedürfnisse mit Brot und Co. dazu. Sie haben ein neues Zwischenziel. Das heißt, hier wird tatsächlich so eine Farmstadt werden. So, einen schönen Holzfäller, der nicht genug Holz hat. Na. Und noch einen können wir aufbauen. Und dann brauchen wir hier tatsächlich noch ein bisschen Ziegel, um die Lagerkapazität zu erhöhen. Bringen wir da mal... Ja, na, 30 müssten erstmal reichen für den Anfang. Ruder übernehmen. Und dann müssen wir die Insel hier auch entsprechend absichern. So, direkt noch ein Linienschiff hinterher. Und den Wegpunkt auch entsprechend hier vorne. Flottentechnisch hält es sich zum Glück noch in Grenzen. So, jetzt holen wir uns die zwei Inseln, die ich noch angekündigt habe. Steuermann! Ich weiß gar nicht, wie viel Einfluss die Insel inzwischen schon kosten. Aber wir machen das einfach mal. So, jetzt machen wir nochmal einen großen Schwung Arbeiter. Hatte ich nicht hier noch zwei Dorfzentren irgendwo hingesetzt? Wir haben doch hier. Können wir hier noch aufbauen. Und dann müssen wir hier gleich auch noch meins hinsetzen. So, jetzt können wir hier noch aufbauen. Alles ein bisschen hektisch momentan, habe ich das Gefühl. So, setzen wir hier noch eine Feuerwache hin und hier. Erstmal eine müsste reichen. So, und dann setzen wir hier die ganzen Farmen hin. Geben wir kurz ein bisschen Geld für eine Brücke aus. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Erwarten neue Materialien, endlich. Jetzt können wir gleich richtig anfangen zu bauen. Hier war ich jetzt, genau. So, jetzt schauen wir mal. Machen wir mal kurz eine Beispielfarm hier unten hin. Perfekt, das passt. Das gefällt mir nicht. Ein bisschen Ordnung muss ja schon sein. Einfache Logistik. So, da brauchen wir natürlich auch jede Menge Lagerhäuser. Wie viel kostet das? 4 Einfluss. Das geht ja sogar noch. Bereit für den Einfluss. So, jetzt holen wir uns noch die Insel hier. Wie sieht's hier aus?
Perfekt. So, über 1000 Arbeiter schon. Das heißt, wenn wir die Grundsteine gesetzt haben, sind wir dann hier gleich ruckzuck schon bei den Handwerkern. So, können wir tatsächlich schon mal die erste Route auch einrichten. Und zwar Kartoffeln und Getreide. Ah, das gebackene Bananenschiff wurde hier abgeschossen. Welches Schiff packen wir da drauf? Die Julemont. Uns gehen uns, also uns sind wahrscheinlich hier die Bananen schon ausgegangen. Ja, ja. Es ist noch nicht vollbracht. So, weiter geht's. Hier machen wir jetzt das Getreide. Okay, und das gleiche bräuchten wir jetzt eigentlich auch nochmal für Kartoffeln. Die könnten wir aber auch hier anbauen. Okay. So, das müsste auf jeden Fall genug sein. Nehmen wir direkt das Lagerhaus hier. Können wir nicht mehr mitnehmen. Jetzt brauchen wir ein paar mehr Einwohner, aber die kriegen wir gleich zusammen. Holz wird ja produziert. Aber dann können wir tatsächlich die Revolution schon mal auf die Route schicken. Die kann schon anfangen, Kartoffeln hier runter zu schleppen. Hier holen wir uns die Insel noch. Zack. Und wieder zurück mit dem Schiff hier hin. Jetzt haben wir alle Inseln hier oben in unserem Besitz, die mir von Bedeutung sind. Da kann man nicht drauf siedeln und das ist mir relativ egal. Die können ruhig hier bleiben. Wenigstens bleibt der Kornbereich jetzt hier frei. Vielleicht lerne ich ja dann doch mal ein bisschen dazu. So, jetzt nochmal einen Schwung hiervon. Wie sieht's hier aus? Kleidung zu wenig, Fisch gerade eben noch drüber. So. So, weiter geht's. Können wir uns eigentlich jetzt tatsächlich dann mal kurz dem Schnaps widmen? Wir brauchen jetzt ja quasi gar keine richtige Produktionsstätte mehr. Also nicht mit den Farmen jedenfalls. Schiff unter Beschuss. Wo? Ei. Ah, sie kommt hier an. Okay. Nee, da müssen wir auf jeden Fall ein paar Schiffe noch rüberschicken. Das kann nicht sein. Haben wir hier noch einen? Nee. Wie lange brauchen die noch? Die gehen beide ins Kap noch.
Wie viel Tonnen Schnaps brauche ich denn aktuell? 14. Und wie viel Tonnen Kartoffeln produziere ich hier? 24. Okay, das passt also. So, jetzt nehmen wir zum Abschluss unserer wunderschönen Folge hier noch unsere erste produktionsreife Schnaps in Betrieb. Was für eine Kapazität haben wir jetzt hier? 14. Ah, wird mir gar nicht angezeigt. Wie geht's? Ach, was bin ich denn für ein Idiot? Oh Mann. Ich sollte natürlich die bauen. Und nicht die Farmen. So, das müssten 12 sein, 14, 16, glaube ich. 20 sogar, hoppla, ich kann nicht rechnen. Lassen wir das lieber mit dem Rechnen. Die Waffenruhe wurde beendet. Okay, er haut auch ab. Ja, okay. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr gut, kommen sich beide nicht in die Quere, passt also. Dann können wir uns noch... Nee, eigentlich ist es nicht wichtig. Eigentlich können wir den Rest tatsächlich in der nächsten Folge weitermachen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann wieder fleißig mit dabei seid, wenn es hier weitergeht. Freut mich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, euer Chris.